Hallo und herzlich willkommen zu Trendy Hair Saloon. Mein Name ist Mark Hoxie und ja, ich spiele ein Mädchenspiel. Herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Wir spielen Hair Saloon und wollen einmal ein paar Haare flechten und kämmen und keine Ahnung. Ich werde ja hier am Mittwoch immer verschiedene Apps testen. Dazu gehört auch jetzt dieses Mädchenspiel. Man will ja für seinen weiblichen Zuschauern auch mal was bieten. Und da muss ich jetzt eben mal durch. So, was haben wir hier so Schönes? Wir haben hier einen Kamm. Damit können wir die Haare kämmen. Okay, so schön nach unten. Ja, ich finde Haare echt was Tolles. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich nach Mädchen auf der Suche bin oder irgendwie auf etwas Bestimmtes achte, dann sind es meistens immer die Haare und das Gesicht und die Statur. Und der Rest ist erstmal so nebensächlich. Oh, haben wir das nicht schön geflechtet? Jetzt machen wir noch so ein Spängerchen rein. Oder ist das ein Haargummi? Ich weiß gar nicht. Gut, als nächstes einmal umschlagen. Oh, sieht das nicht schön aus? So, das ist ein Spängerchen. Gut. Was brauchen wir da jetzt? Nichts. Einfach nur unsere Hände. Ja, die Haare sind bei mir ganz wichtig. Das finde ich, sagt viel über ein Mädchen aus. Sehr, sehr viel. Und diese Haarfrisur gefällt mir eigentlich relativ gut. Finde ich ganz nett. Ah, die muss bestimmt bildhübsch aussehen. Was ist das? Ah. Ein Dutt. Eine Schleife rein. Was machen wir da? Eine Blümchen, ne? Das kommt ein bisschen blöd. Wir setzen die Blume da am Dutt an und sind fertig. Toll, was kommt? Erstmal eine blöde Werbung. Okay. Wow, nice hairstyle. Das finde ich auch. So hübsch ist sie gar nicht. Okay, let's start the hairstyle. Okay, jetzt habe ich schon gedacht, wir müssen jetzt schneiden. Jetzt kämmen wir erstmal ihre schönen Haare. Nanu. So. Ach, langes blondes Haar. Ist das nicht wunderbar? Okay, dann muss ich einmal verknoten. Sehr gut. So, das Ganze machen wir so mal viermal. Ich muss auch sagen, ich finde so Haare flechten und so echt kompliziert. Aber na gut, ich bin ja auch ein Junge. Des Weiteren mache ich keine Friseurausbildung oder sowas. Aber ich finde das hochkomplex und kompliziert. Ist auch gar nicht mein Spezialgebiet. Mir macht es auch persönlich keinen Spaß, irgendwelche Haare zu stylen. Aber ich muss es ja auch nicht tun. So, zwei Zöpfe haben wir hier noch. Ne, drei insgesamt. So, ich bin mal gespannt, was wir dann mit dem machen. Wahrscheinlich rings um den Kopf herum, diese Zopfflechten. Okay.
Jetzt wird's interessant. Oha. Das ist hochkomplex, Leute. Respekt an alle Frauen, die das können und die das drauf haben. Ich kann's nicht. Aber ich bin auch keine Frau. Ja, an die männlichen Zuschauer, die wo jetzt bis jetzt noch dran geblieben sind, würde mich interessieren, auf was achtet ihr denn so bei den Mädels? Etwa auch auf die... Nein? Ach, Gott sei Dank. Etwa auch auf die Haare? Oder eher mehr auf das Gesicht? Eher mehr auf die Statur? Oder zählt für euch nur Knackarsch und fette Titten? Schreibt's mir in die Kommentare, worauf ihr denn immer so achtet. Und was euch am Aussehen einer Frau wichtig ist. Das fände ich ganz interessant. Na, Finish. Gut, jetzt haben wir hier zwei Frisuren gemacht. 6 Minuten sind um. Ich weiß nicht so ganz. Aber ich glaube, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei einem anderen Android-Game. Wenn es euch gefallen hat, wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, wünsche ich euch einen scheiß Mittwoch. Was natürlich alles, Entschuldigung, nur Ironie ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr noch einen Part von Hairstyling sehen wollt, lasst es mich wissen. Und dann sage ich einmal bis zum nächsten Mal.